hier ist Max und ich bin ganz doll sauer. Eigentlich ist gestern der neue Balltalk rausgekommen und das ist auch voll cool, weil der neue Balltalk ist voll geil. Und eigentlich wollte der Kevin auch heute irgendwas noch zu den Update aufnehmen. Aber ich habe gesagt, ich muss ein Video machen, weil ich bin ganz doll sauer. Wisst ihr, heute ist Sonntag und heute war ich... Wollte ich mich eigentlich verabreden mit der Lara oder der Leonie. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wer jetzt nochmal welche meine Freundin war und welche jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war wieder der Fabio da, wisst ihr? Und ich habe jetzt, Fabio gesagt, dass er die meine Freundinnen in Ruhe lassen soll, weil Fabio hat alle geklaut. Der hat geklaut die Lara, Leonie und wisst ihr, letztens habe ich mit den Finn... Wollte ich Brawl Stars spielen, ist auch Video geworden. Das glaube ich auch schon hochgeladen auf YouTube-Kanal von Kevin. Und wisst ihr, der Fabio hat doch die Emma genommen. Ja, und jetzt bin ich richtig sauer. Und ich habe zu dem Fabio gesagt, wenn er das noch einmal macht, dann hole ich die Polizei und mache einen Dishtrack gegen den. Und klaut ihm sein Nutella-Brot im nächsten Pausenunterricht und sagt das der Lehrerin. Und dann hole ich meinen Bruder und dann fährt der mit AMG herum und macht so Geräusche. Dann finden alle nur noch mich cool. Wisst ihr das? Aber wisst ihr, was wir jetzt zuerst machen? Fabio hat nämlich gesagt, dass der mit mir mal sprechen wollte in Brawl. Und der ist auch jetzt schon online und den laden wir jetzt ein. Da ist der Fabio. Der hat auch immer Bull ausgewählt, weil Bull ist so ein Böser. Seht ihr? So sieht auch Fabio in echt aus. Wollt ihr, dass ich mal mit Fabio spreche? In einmal in einen Anruf oder so. Aber und dann mal mit den den Boxe. Weil wisst ihr eigentlich, Fabio ist ein Doofkopf, eigentlich ein neues Brawl Stars Update. Und jetzt muss ich hier mit denen reden. Fabio, du hast meinen Sonntag kaputt gemacht. Du Doofmann. Max, dein Name ist komisch. Du bist komisch! Wisst ihr, immer macht er nur so doofe Sachen, das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe meinen Namen gar nicht so gemacht, das war, glaube ich, der Lom oder der Kevin oder der Lukas, keine Ahnung mehr. Mann, das war ich nicht. Das war der Lom oder Lukas oder so. Ich rufe sonst gleich den Lom an und sag dann kommt der Lom auch. Und wenn der Lom kommt... Dann klaut er den Fabio seine Mütze und dann hat der gar keine mehr. Weil der Lom, der ist auch manchmal ein bisschen, der ist auch manchmal ein Dieb und so. Und dann ist Lom und Kevin mit dabei und dann klauen wir alles von Fabio. Auch seine Freundinnen und dann habe ich 3 und Fabio 0. Mein Name ist Cooler. Wisst ihr, der Fabio denkt immer, der ist der Coolste. Der ist voll doof, ey. Alle mögen den nicht, weil der immer so Angeber ist. Fabio, du bist so ein Angeber. Angeber. Mann, ich kann das nicht schreiben. Angeber. Keiner mag dich. Ja, Fabio, jetzt pass mal auf. Ja, jetzt musst du erst mal überlegen, was du da drauf antwortest, Fabio. Emma. Fabio! Wenn ich dich in der Schule sehe, Montag... Dann ist vorbei. Das kann ich dir so schon mal sagen, ey. Der klaut mir alle meine Freundinnen, die ich schon mal hatte in meinem Leben, hat er mir jetzt schon geklaut. Die finden dich nur cool, weil du so ein Ärgerer bist. Ja, weil der ärgert immer alle. Und der denkt dann, der ist der Allercoolste. Ich bin halt auch cool, sagt er. Wisst ihr, der Fabio, das macht alles gar keinen Sinn, was er sagt. Ich sag denen jetzt, dass ich Emma, Leonie und Lara alle zurückhole und dass das dann meine Freundinnen sind. Ich hole Emma, Lara und Leonie zurück. Das wirst du nicht schaffen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich rufe jetzt den Lom an und frage den Lom, ob der Zeit hat, morgen mit in die Schule zu kommen oder so. Also der Lom wohnt ein bisschen weiter weg, aber egal, vielleicht hat er Zeit. Oder ich frage jetzt den Lom mal nach einem Trick oder so, was man machen kann. Lom! Oh, Max, was geht? Lom, ich habe eine Frage. Was los, Max? Weißt du, also ich habe ja mal 3 Freundinnen gehabt, die Lara, Leonie und Emma, weißt du? Ja. Und dann ist jetzt eine auf der Schule,
Das ist der Fabio, weißt du? Der denkt, der ist der Allercoolste. Und der hat mir alle drei geklaut. Der hat dir alle drei geklaut? Ja. Kannst du morgen aus deiner Stadt, da wo du wohnst in Deutschland, mal hier zu mir kommen und mit in meine Schule kommen und dem mal sein Pausenbrot klauen? Was? Warum soll ich sein Pausenbrot? Mach das doch selber, Max. Nein. Du bist größer als ich und du kannst das viel besser machen. Hast du Zeit? Morgen kannst du vorbeikommen? Nein, ich komme doch nicht deswegen vorbei, Max. Nein. Aber ich dachte, du bist mein Freund. Ja, aber ich kann doch nicht deswegen zu dir fahren und irgendjemandem das Pausenbrot klauen. Aber kannst du sagen, was ich sonst machen soll, um dass der nicht mehr alle meine Freundinnen klaut? Er klaut ihm doch selber das Pausenbrot. Was, und wie mache ich das? Soll ich denen sagen, guck mal, da vorne ist ein Eichhörnchen und wenn der guckt, dann nehme ich das weg oder was? Nee, Max, man klaut nicht. Das ist gemein. Mein ja, Gott, aber der Fabio, der hat doch meine Freundinnen geklaut. Ja, dann sagst du, Fabio, hör her, das sind meine. Du gibst sie mir jetzt wieder. Und wenn das dann nicht macht, dann hast du halt Pech. Ja, weiß ich noch nicht. Oder soll ich seinen Rollstars löschen, wenn er nicht hinguckt? Nein, das macht man nicht, Max. Ja, aber der Fabio macht auch verbotene Sachen. Ich habe das letztens gesehen im Fernsehen. Da stand, man darf keine Frau klauen. Max. Ja, frag ihn doch, ob er sie dir wiedergibt. Okay, Lom, ich mach das. Mach das. Tschüss, Max. Lom. Ich hau jetzt den Fabio. Nee, mach das nicht, bitte. Okay, dann kauf ich dir nur sein Pausenbrot. Tschüss. Jetzt mal muss ich mal gucken. Jetzt schreibe ich denen das in Fabio, dass ich dir zurückklau. Doch, ich klau die alle zurück und dein Pausenbrot und dein Brawlstars lösche ich. Ja, jetzt guckt der Fabio aber dumm aus der Wäsche. Was? Das zeige ich der Lehrerin morgen. Habe Screenshot gemacht. Was mache ich denn jetzt? Die Nachricht hat mein Bruder geschrieben. Ich sag einfach, dass es der Kevin war. Das, das darf er nicht der Lehrerin zeigen. Wenn er das der Lehrerin zeigt, dann ruft die Lehrerin meine Mama an und die sagt dann, dass Kevin. Und wenn das der Kevin weiß, dann nimmt er mir mein Brawlstars weg. Du lügst, Max. Kevin ist gerade bestimmt gar nicht da. Was mache ich denn jetzt? Ich muss mal den Kater Jamil anrufen. Vielleicht ist er noch da. Oder warte mal, Kater Ali? Irgendjemand muss sich jetzt fragen, was ich jetzt machen soll. Hallo? Hallo, V, hier ist Max. Ja, Max, was geht? Weißt du, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja der Frauen, der sich da auskennt, nicht? Nee, das warte mal ganz kurz. Ja. Weißt du, also, ich habe ein Problem. Weißt du, bei mir in der Klasse, da ist der Fabio. Der hat alle meine drei Freundinnen geklaut. Emma, Lara und Leonie. Und der denkt, der ist der Allercoolste. Und jetzt habe ich zu denen gesagt, dass ich sein Pausenbrot klaue, meine Freundinnen zurückklaue und dass ich seinen Brawlstars lösche. Und dann hat der gesagt, der hat Screenshot gemacht und zeigt es morgen unserer Klassenlehrerin. Was mache ich jetzt? Der hat einen Screenshot davon gemacht, dass du die Sachen geklaut hast, mäßig. Ja, ich habe das im Brawlstars geschrieben und der hat gesagt, der zeigt es morgen der Lehrerin. Okay, guck mal, du machst es so, wenn der es der Lehrerin zeigt, dann sagst du einfach, Edgy Badge, Scammer wurde gescammt. Okay? Der meinte, dass er dich scammt und du scammst ihn zurück einfach. Also hast du nichts falsch gemacht. Du bist im Recht. Das macht man nämlich nicht. Man fasst niemals eine andere Frau an, wenn man sieht, dass die Frau quasi, der hätte das nicht machen dürfen, weil du warst ja an den Frauen dran. Das wusste der doch, oder wusste der das? Ja, der hat das gewusst und hat das mit Absicht gemacht. Ja, da machst du dir gar keinen Stress. Ansonsten sagst du einfach zur Lehrerin, dass sie mit mir sprechen soll. Dann gleich das für dich mit der, okay? Soll ich sagen, die soll den V anrufen? Ja, genau, den V. Sag, dass sie einfach den V anrufen soll, wenn die irgendwie Stress macht. Ich regel das dann. V-Skill, du bist der Beste von allen. Weißt du, ich habe auch gerade andere YouTuber angerufen und mein Bruder, keiner ist rangegangen. Alle haben keine Zeit für mich, wenn ich meine Frage habe. Guck mal,
guck mal, ich habe immer Zeit für dich. Ich bin hier gerade mit 13 Frauen, ich bin gerade rausgegangen extra, um mit dir zu telefonieren, weißt du? V, du bist der Beste. Wenn wir uns mal sehen, dann ja? Kaufe ich dir auch einen Lolli. Okay, ich kaufe dir 2 Lollis. Boah. Tschüss, Fauschkel. Wisst ihr, der Fauschkel, der ist immer cool und gibt mir immer Hilfe. Der hat das jetzt gesagt, jetzt sag ich das den Fabio. Fabio, weißt du, du hast zuerst geklaut, meine Freundin. Das ist verboten in Gesetz. In Gesetz. Und jetzt darf ich zurückklauen. Ja, das hat der V so ungefähr gesagt. Komm, Discord, wir klären das. Dann gehe ich jetzt in den Discord mit Fabio. Einen Moment. Warte, der ruft gerade schon an. Hallo, Fabio, bist du da?